Guten Tag, liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Montag, der 17. August. Jesus ist die menschgewordene Liebe Gottes, aber er ist nicht immer lieb, wie man schon im Umgang mit der kanaanäischen Frau gemerkt hat, gestern Sonntagsevangelium. Und er ist demütig und freundlich, aber nicht nett. Also jedenfalls nicht immer und so heute auch nicht. In jener Zeit kam ein Mann zu Jesus und fragte: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Er antwortete: Was fragst du mich nach dem Guten? Nur einer ist der Gute. Wenn du aber das Leben gewinnen willst, halte die Gebote. Darauf fragte er ihn: Welche? Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte ihm: Alle diese Gebote habe ich befolgt, was fehlt mir jetzt noch? Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Ja, das ist eine Geschichte, die hat sich den Leuten eingeprägt. In allen drei synoptischen Evangelien ist die zu finden, mit kleinen Varianten. Also der reiche Jüngling, so heißt dieser Gesprächspartner Jesu, der von Jesus zunächst ziemlich abgefertigt wird. Ich sehe Jesus so vor mir, dass er da nicht mal den Kopf hebt, sondern auf Armeslänge geht er mit dieser Frage um und findet sie irgendwie konventionell und auch ein bisschen liebedienerisch und davon will er gar nichts hören. Also es gibt eine grantige Abfuhr. Und dann macht der Junge aber das, was die kanaanäische Frau auch macht, nämlich er lässt sich nicht sofort wegschicken. Eine gewisse Beharrlichkeit bei Gott, die uns auch von ihm selbst empfohlen wird, die lohnt sich. Also dann fragt er, welche Gebote soll ich halten? Und da ist die Antwort immer noch nicht viel netter, werden die 10 Gebote runtergerasselt, aber auch schon die Zusammenfassung, das doppelte Liebesgebot, Gott und den Nächsten lieben wie sich selbst. Und der junge Mann fragt immer noch weiter. Das habe ich alles schon gemacht, also auf dem Niveau bin ich schon. Was fehlt mir jetzt noch? Und in einem Parallelevangelium, also wo dieselbe Szene beschrieben wird, schaut jetzt Jesus auf. Und dann hieß es früher in der alten Einheitsübersetzung, und weil er ihn lieb gewann, sagte er ihm, also wenn das so ist, wenn du damit immer noch nicht zufrieden bist und wenn du vollkommen, vollkommen glücklich sein möchtest, dann liquidier dein Vermögen, gib das Geld den Armen, die brauchen das mehr als du und dann komm zu mir, dann hast du alles, was du brauchst. Ja, und in der neuen Einheitsübersetzung heißt es dann, da umarmte Jesus den Jungen und sagte ihm das. Also hier bei Matthäus ist das ein bisschen nüchterner beschrieben, da gibt es gar nichts, keine Umarmung und so, aber es läuft auf dasselbe hinaus. Es ist eine intensive Zuwendung Jesu zu dem, der so beharrlich fragt nach seinem Glück. Und dann sagt er ihm sein Geheimnis, das Glück ist nicht etwas, was du hast eh viel davon und bist nicht glücklich geworden damit, sondern das Glück ist, das bin ich und die Beziehung mit mir. Also dein Glück ist Gott und die Weise, wie er dir in mir, in Jesus erscheint. Das ist immer noch die Antwort, die wir bis heute bekommen. Das Glück liegt in einer Beziehung und nicht in einem Besitz. Das Evangelium geht schlecht aus, es geht traurig aus. So wie die Freude das Zeichen für die Gegenwart Gottes ist, ist Traurigkeit ein Zeichen für seine Abwesenheit. Der Mann geht traurig weg. Und das ist ein Evangelium, das ich gerne weiterspinne, weil mich das Ende so völlig unbefriedigt lässt. Ich denke mir, dann geht er also traurig nach Hause und wühlt traurig in seinem Geld rum und legt sich traurig auf sein Bett und schläft schlecht. Und am nächsten Morgen denkt er, ja, ich habe alles, was andere Leute haben wollen und so, aber ich habe keine Freude. Und dann ist ihm noch ein Licht von gestern, von diesem Gespräch im Herzen. Und dann
Und dann rennt er Jesus nach und kriegt ihn noch und macht das, was Jesus ihm vorgeschlagen hat und wird ein wunderbarer Jünger. Also das ist so meine Idee, wie das ausgehen könnte. Gott segne und behüte Sie alle.